Leute, gute Nachrichten. X-Defined ist auf einem guten Weg und wir stehen kurz vor Release. Natürlich steht mit diesem Video noch immer nicht fest, was los ist, aber es gibt morgen am 28.09. einen Spieletest und alle, die auf PC unterwegs sind, können diesen Spieletest mitmachen. Ich zeige euch vom Chef Mark Rubin diesen Post, der kam gestern raus und er hat gepostet, wir haben diesen Donnerstag, den 28.09. ein 6-stündiges Live-Event, einen Live-Test. Dieser wird unser PTS-System testen. Dies ist eine separate Umgebung, die ausgeführt wird, wenn wir live sind und die es uns ermöglicht, Inhalte frühzeitig zu testen, bevor sie im Spiel live sind, was nichts anderes bedeutet als... Wenn man zum Beispiel Ubisoft-Member ist und ein Early Access für die neue Season bekommt, dann kann man die wahrscheinlich ein paar Tage vorher, ein paar Wochen vorher testen. Und dort sieht Ubisoft, wie gut die neue Season schon läuft, welche Bugs noch sind, wie stabil die Server sind und so weiter, bevor sie sie dann endgültig live schalten für jedermann. Also wer Bock hat, der muss natürlich frühzeitig auch dieses Video und diese Informationen sehen. Wer Bock hat, Moment, ich blende es auch hier nochmal ein, damit ihr offiziell auch lesen könnt, die Übersetzung, dass es tatsächlich für PC-Spieler ist. Testen Sie unsere Plattform, die wir an diesem Donnerstag, den 28. September von 12 bis 18 Uhr freischalten, um dort bevorstehende Sachen zu testen. Wir wissen mittlerweile, warum der Release mehrfach verschoben wurde. Was heißt mehrfach? Jetzt wird er ja erstmalig verschoben, weil sie die Deadline September nicht halten können, beziehungsweise den Sommer, der ist vorbei. Wir sollen ja mit Anfang, Mitte Oktober rechnen. Aber das finde ich eine richtig, richtig feine Sache von Ubisoft. Jetzt den PC-Spielern zumindest, und soweit ich weiß, waren es hauptsächlich die PC-Plattformen, die Probleme gemacht haben im Spiel. Und das finde ich geil, dass sie jetzt vorab nochmal 6 Stunden einen Test, einen Live-Test durchführen, die Community das Spiel nochmal spielen lassen, um in Echtzeit und mit einer bestimmten Kapazität zu testen, dass das Spiel funktioniert, ja oder nein. Sollte dies erfolgreich sein, gehe ich zumindest mit meiner Logik davon aus, dass wir kurz vor Release stehen und hoffentlich nicht noch eine Verschiebung bekommen, sodass wir vielleicht Anfang Mitte Oktober halten können. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Nachrichten. Deswegen freue ich mich für jeden, der morgen zwischen 12 und 18 Uhr den Live-Test mitmachen kann. Sollte einer von euch da Bock drauf haben, schreibt mir mal ein Feedback, gerne auch unter dem Video, wenn der Live-Test schon vorbei ist, damit ich mal so ein bisschen sehe, wie der läuft, weil ich habe leider keine Zeit, da den Live-Test mitzumachen. Deswegen hoffe ich auf die Community, dass ihr da mir fleißig schreiben könnt. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und warte auf eure Kommentare. Das war's von mir und rein bis zum nächsten X-Defined-Video. Ciao. Achso, und nicht vergessen zu abonnieren, Daumen hoch, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Jetzt bin ich raus. Macht's gut.